Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu fröhlicher Reise auf dem fröhlichen Aufhalter auf dem Ponyhof. Nee, ich war gerade ein bisschen. Ich war noch außerhalb des Spiels. So, ich hab trainiert. Wie ihr seht, Cypher und Cell sind auf Level 8, Tyrus und Sephiroth sind auf Level 9, aber auch nur, weil ich sie zum Einwechseln immer brauchte. Ja, bei Cypher hat sich nicht viel getan an Attacken. Zal hat nur Gewissheit gelernt. Ja, Aeris hat auch nichts dazu gelernt. Und ja, Sephiroth auch nicht. So, dann stürzen wir uns mal in den Rivalenkampf. So, wir spulen wie bekannt vor. Ihr kennt das, ihr wisst das ja, warum wir vorspulen. Um das nochmal zu skippen, was wir schon bereits kennen und gemacht haben. Oh, natürlich vergiftest du. Naja, aber die Frau da gleich vom Hof, die heilt uns ja wieder. Wir müssen darauf achten, dass wir das Level Cap Level 13 nicht übersteigen. Ja, für die, das ganze Geprabbel und so noch ordentlich sehen wollen, rate ich die ersten Folgen anzugucken. Wir haben nämlich jetzt nochmal neu angefangen, weil, ja, weil die Challenge in der zweiten Arena vorbei war. Und das ist ein bisschen kurz. So, dank der Rauhaut des Todes. So, einem heilen bitte. Dankeschön. So, dann suchen wir jetzt mal das Mädchen, was wir verkloppen können. Hier, hallo! Vorspur hat natürlich auch seine Nachteile. Aber ein vernünftiges Stil. Ein farbiger, das ist in Ordnung. Normal Pokémon sind vollkommen in Ordnung. Farbiger ist ein geniales Pokémon, wenn es nichts gelernt hat, weil du kein Attacker oder weil es schneller ist, setzt es danach nur noch Verzweifler an. Porygon Set, wow. Alter, mit Ränkeschmied. Alter, Porygon Set mit Ränkeschmied, das ist tödlich. Alter, sechsfach geboosteten Angriff. Ah, lass mich raten, das ist nicht wirklich eine Attacke, um es anzugreifen. Oh, Cyphers Level 10, sehe ich jetzt gerade erst. Ja, Cell zu trainieren war ein Krampf, muss ich ganz offen ehrlich sagen. Alter, das hat genervt. Weil man hat hier natürlich nur entwickelte Pokémon getroffen als Gegner. Das zum Beispiel da. Und konnte nicht kämpfen, weil die natürlich alle irgendwie stärker waren als man selbst. Ein Riesennugget. Oh cool, ich habe Geld gefunden. Da ist natürlich noch ein. Und ich muss sagen, hier auf dem Hof gibt es einen Todes-Pokémon. Da ist es. Lass mich flüchten, bitte. Danke. Ja, Trigifalo gibt es hier. Und jetzt, wo wir selbst eins haben, wissen wir, dass es Drachenwut kann. Ich habe es nicht erlebt, zum Glück. Sonst hätte ich ja jetzt auch ein Pokémon weniger, aber... Echt, das ist... Wow. Krasser Sheet, Mann. Krasser Sheet. So, geh mal weg hier. So, alter Mann. Lass uns kämpfen. So, was hast du? Ein Luxio. Hallo, Luxio. Kratzer. Und nochmal Kratzer. Alter, Cell fällt so raus, ey. Alle voll die entwickelten Pokémon hier und... Lumpy! Kratzer! Ja, natürlich. Blubber! Zack! Blubber! Wow. Level 9 für Cell. Super. Ich hoffe mal, dass wir bei Charon als Arena-Attacke irgendeine gute kriegen, TM kriegen, die wir... Zelda beibringen können. Weil bis der mal gute Attacken. Obwohl der lernt Gary relativ früh. So, lernt der Dingsbums. Drachenwut. Alter, wir werden so ein Drachenwut-Team hier haben zum Anfang. Wir werden es durchrocken überall. So, ja. Blablabla, schön Pech, bla bla bla. Letchi! Schön das erste Letchi, wunderbar. Da bleibe ich aber nicht mit Dings drin. Das wird. Komm, Sephiroth, sind wir so. Stell dich gegen Gott, der mit Geowurf ankommt, wird Drachenwut. Tschüss. Wir haben Gott besiegt. Yeah. Pipi. Pipi kann auch ganz schnell weggehen mit seinem Metronom. So, dann nehme ich jetzt mit der. Haben wir, ich glaube, das Item habe ich letztes Mal vergessen, als wir hier waren. Ein Eisbrocken. Also zumindest, was hier lag. Na, ja, siehst du mal. Jaul! Nein, ich will da. Das Lenken ist natürlich...
Panferno, geh weg. Ich bin ja mal sehr gespannt, was auf uns wartet, Dings. In der Arena von Cheryl. So. Ein Beleber, also Geld. Man darf Beleber sowieso nicht. Oh nein, lass mich flüchten, lass mich flüchten. Hü. Alter, ich will hier schnell weg. Von ihm kriegen wir auch eine TM, oder? War das nicht so? Ja, ja, bla 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 bla. Schlaf! Wir haben Schlafbruder bekommen. Yay! Das ist ja cool. Mal gucken, wer das lernen kann. War ja normalerweise Frustration. So, gucken wir doch mal, wer Schlafbruder lernen kann. So, da. Das ist die Lingerbärne. Sobald ist eine Notladestätte. Gut, das gebe ich mal. Komm, das geben wir mal Cell. Als unterentwickeltes Pokémon. So, wen können wir denn als Schlafbruder? Alle können Schlafbruder lernen. Gut, bitteschön. Ja. So, Furienschlag weg. Hallo, das nehme ich natürlich wahr, wenn alle hier Schlafbruder. Das nehme ich, Freunde, das nehme ich. So. So. Dafür muss ich sagen, der hat Attacken, die will ich erstmal gar nicht alle wegmachen, ey. Der Biss wäre, glaube ich, das erste, was ich wegmachen will, weil ich Skelette behalte ihn natürlich und. Und Dings auch. Sag schon. Drachenwut. Drachenwut sowieso. Mir fällt es noch ein, hier gab es doch irgendwo einen Weg, wo wir ein Item kommen. Was, hier oben? Nee. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Also ich erinnere mich an einen Weg, wo man lang kam. Da kam man dann zu der Höhle, wo ich glaube, Viridium, Terrakium und Dings drin sind. Mir fällt da einen Namen nicht mehr. Kobalium, genau. So. Ha, ich hab's doch. War das hier oben lang? Ja. Gab's denn noch ein Item? Das ist die Frage der Fragen. Hier gibt's aber einen Ort zum Surfen. Nee, ist kein Ort zum Surfen, okay. Mir fällt jetzt aber nicht ein, was man da machen muss, um. Ah! Sag mal, ich habe hier haufenweise Items mal vergessen. Mensch, Falter. Mensch, Falter, Falter. Wenn wir trainieren, blablabla, hilfst du denen da? Ja, aber nur, wenn sie keine beschissenen Pokémon haben. Lady Basnum. So. Schlafpuder! Wie geil ist das, ey? Hier ist unsere Pokémon als Schlafpuder. Nee, ich wollte nicht Gewissheit einsetzen. Ich wollte Kratzer einsetzen. Bam! Obwohl Gewissheit hat gerade eindeutig mehr abgezogen. Yay! Drachenwut, das. Alter, alter Falter. Wir werden so durchrocken überall, ey, Leute. Magneton. Oh, cool. Das hätte ich aber auch gerne. So, Drachenwut. Tschüss. Ah. Du, Drecksvieh. Das hat Robustheit. Okay, das ist jetzt kein One-Hit-KO oder mehr, wenn die hier mit Robustheit ankommen. So, Level 11, dann muss ich eigentlich ganz. Also, alle Level ist gut. Ich glaube, Aerith muss ich jetzt noch ein bisschen nachziehen hier. Oh, Alter. Wie gut, dass wir das vorspulen, ey. Ja. Ah. Warte mal. Ja, doch, ist okay. Ich will ja die Teams trotzdem so auf einer Ebene halten. Entschuldigung, musst du kurz einmal hüsteln. So, ja, für Charon und so habe ich überhaupt keine Angst mehr. Hat unser Team ja geheilt. Ich will mal kurz das Geld verkaufen. Das Geld verkaufen ist gut. So, wo bist du denn? Da. Na, einmal ein Riesennugget. Ist so blöd, aber das kann ich nicht kaufen. Wieso nicht? Hä? Wieso kannst du das. Wieso, hä? Wieso kannst du einen Riesennugget nicht kaufen? Sammler zahlen einen hohen Preis. Da. Hä? Seht ihr das große Fragezeichen bei meinem Kopf? Naja, dann haben wir eben 750 einmal verdient. So. Sehr wieder aufgehalten, bla 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 bla, hier. Hier, Frisinnelbeeren, bla bla, hier, zack, tschüss und au revoir und schaffst du sowieso nicht, muss mein Haar wehen lassen, so. Finde ich immer so geil, so, wenn die Leute, also wenn so einige von den Charakteren aufhören, müssen die da erstmal stehen bleiben und erstmal ihren, was soll ich sagen, ihr Stil da anwenden, also zum Beispiel Lauro mit seinen komischen Haaren, die im Wind wehen. Cheryl hat das ja mit seinem Fuß, lehnt sich auf sein rechtes Bein und lässt den linken Fuß tippen. Ja.
Vorspulen gehen ist trotzdem manchmal so ein bisschen. Da. So, dann zeigt mal, was für eine Arena ihr hier habt. Bin unglaublich gespannt. Letztes Mal hatten wir hier das Drachenproblem und jetzt haben wir das. Feuer, Feuer, Kampf. Das ist auf jeden Fall Feuer oder Kampf. So, Feuer oder Kampf hier. Cell. Ja. Blut ist tödlich für Aeris. Das kannst du doch nicht machen. So. Tschüss, Pampio. Jetzt wird, ne? Was ist es? Glebunkel, wir haben eine Kampfarena. Da sind wir natürlich mit Deathrowth so ein bisschen im Nachteil. So, was hast du? Toxiquack. Ist klar. Da kann ich auch wieder nichts mit Aeris machen. Sag mal, Leute. Was laufen mit? Ja, mit Cypher sind wir genauso im. Haben wir auch genauso ein Problem. Hör auf, mich zurückzuschrecken zu lassen. Alter. Hör doch mal auf, zurückzuschrecken. Dankeschön. Alter. 10 Jahre später. Digitales. Saugut. Und tschüss. Ich geh mich nochmal heilen. Alter, nervig. Ey, heute sind das aber, also diesmal sind das aber wirklich die Attacken und so weiter, die normalerweise echter Pimpelpampe sind, ey. Erstmal verrecken wir an Drauhaut von Carnivana und jetzt ist hier gerade ein Toxiquack mit Stauner gewesen, was uns auch beinahe gekillt hätte, weil wir die ganze Zeit zurückgeschreckt sind. So. Hi! Ja, ich kämpfe, du hätte ich da los. Kikli! Erstmal in den Schlaf, Bruder. So. Und danach bearbeiten will ich mit Rasierblatt. Nach einem. Ja. Tränke helfen bei so entwickelten Pokémon kaum noch was. Alter. Oh, Macho Mai, wirklich? Eieiei. Mach du das mal, Xel. Au. Das war massiver Schaden gerade. So, da muss ich doch mit Dings drinne bleiben, mit Aeris. Alter, ist gut. So, ich brauche einmal Schlafpuder. Ja, wir müssen. Hat das eine Beere? Warte mal. Wieso fährt das jetzt schon auf? Wieso bist du plötzlich schneller als wir? Ist das keine Beere? Gott. Ich habe mir manchmal auch so Let's Plays angesehen. So, also solche Pokémon-Let's Plays, wo die den Turbogang die ganze Zeit drin hatten. Und das fand ich echt doof. Doppelhieb. Hier sind sonst schon Kraster. Es gibt ja hier noch keinen Feentyp, deswegen. Bup. So, klack, zack, 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 zack. So, Leute, wir tanzen. Hier ist es ebenfalls. Ein Igler. Diesmal ist es ein Igler. Ja. Genauso toll wie Überflutung. Woher ich jetzt noch alles weiß? Ich nehme gerade alles an einem Tag auf. Ah. Typen. Typenspiegel. Das ist gut. Na, das ellenlange Gespräch hier am Visocaster. Ich finde das so schön, wie der Protagonist ganz halt so dämlich grinst. Hey, bist du einer? Leider ja, dann los. Ist ich wieder wie viel gewinnt. Oh! Wir müssen auf jeden Fall erstmal Deathrowth und Cypher nachholen.
Das ist natürlich nicht so bombaste. Moment, stopp. Obwohl, nee. Dann dürfte auch gleich der Trainer kommen, der uns da die ersten Probleme bereitete. Was verkaufst du eigentlich? Ach, du verkaufst Briefe. Was soll ich mit Briefen? Die kannst du dir voll mal verbriefen, die Briefe. So. Kaufen. Da. So. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich glücklich. Ja, Mist. Hallo Flo und Schleck. Also mir fehlt noch... Ich meine, klar, bei Cypher können wir gut Sephiroth einwechseln, weil Schwebel... Aber wir haben gerade... Oh, wir haben gerade mit... Dings hier, mit... Sag schon, mit Sephiroth haben wir gerade mal... Haben wir gerade mal 40 KP. Also die perfekte Range für... Ach, gut. Nein, geh weg. Lass mich doch mal so ab hier. Vertut nochmal. War hier ein Item? Nein. Da unten ist aber ein Item. Ja, hier ist er. Das war der erste. Der hat uns damals Azazel und Cliff gekostet. Aber diesmal da kein. Das war hier. Tschüss. Mach ich das mal mit dir. Tschüss. Ja, geh weg. Jetzt, ich bin auch gespannt, was für eine Arena diesmal bei Pytho City ist. Weil letztes Mal ja eine... Und nicht dann. Hallo! War Pytho Kindergarten. Meditales. Hallo Meditales. Meditales. Fuck. Medite. Geduld, ja. Ich glaube, kannst du dich viel gedulden. So. Jetzt hier war ein Item. Das will mir natürlich noch holen. Und alter Rabikato und Urwald. Echt? Ich habe ein bisschen Angst vor Rabikato gerade. Käferbisser. Das müsste vor gerade das größte Urwald killen. Und Orangewut killt Rabikato. Sehr schön. Aber meine Pokémon sind außerhalb von Drachenwut Range. Ja! Ohne Zitrobeere. Finde ich gut. Ich glaube, die gebe ich sogar sofort einem meiner Pokémon. Cypher, nehmen wir mal für Cypher. Wo ist es? Da. Das ist eine Beere, wo ich sage, ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, so das kleine Mädchen hier verprügeln. Das sind, glaube ich, jetzt mal Trainer, die wir ausgelassen haben, ne? Weil wir sonst überlevelt hätten. Level 18 ist ja das nächste Cap. Kopfnuss, nö. Oder? Nö. Auch ein Kopfnuss. Kannst behalten. So, ich will zumindest noch in diesem Part Dings ein neues Pokémon fangen. Tschüss, Ampharos. Yay, Level 13. So. Energiestaub. Okay. So, dann wollen wir mal ganz kurz hier tauschen. Weil Sephiroth ist auch mittlerweile Level 13. Jetzt haben wir die beiden. Die mit ihrem Metronom, Pixie, Toxipet und Smogon. Das sind ja mal zwei andere. Moment. So. Tschüss, Smogon. Tut mir echt leid. Cypher, die fehlen echt die guten Attacken nur. Aber jetzt können wir zum Glück diesmal alles an Dings machen. Trainer. Jetzt noch Mama. Pytho City Bar. So, jetzt kommt noch Mika mit ihrem Vater. Dann bewegen wir uns gleich in die Pytho Werke. Muss das nächste Pokémon zu angeln. Yay! Was wir natürlich erstmal dann auf die Box packen müssen. Weil Partner fehlt. Ich glaube, den kriegen wir auch erst, wenn wir nach Stratos City reisen. So. Zum Pokémon fangen. Ja, komm, lass mal Cypher mal vorne. So. Dann geben wir uns mal unser Abteil. Und das ist. Oh, Glumanda! Glumanda! Ja! ich dreh das ab. Glumanda! Ja! Oh, das ist toll.
wir dein Glurak wieder haben. Ich glaube, es wissen nur einige, die die Pokémon Diamant Challenge gesehen haben, dass ich ein Glurak-Glumander-Fan auch bin. So, Pokéball, los. Das war ja ein perfekter Name für dich. Ich glaube, ich habe sogar den guten Namen für dich. Klack. Klasse, Mann. Glumander wurde gefangen. So, lodert die Flamme auf seiner Speerspitze hell. Ist Glumander gesund? Sehr schön. So, du wirst Rio heißen. Woher Rio? Ganz einfach, aus Breath of Fire 3. Und aus Breath of Fire 4 und allen anderen Breath of Fires. So, Rio. Rio dürfen wir, wie gesagt, leider nicht benutzen, weil... uns noch ein Partner für ihn fehlt. Und ich hoffe, dass mein Partner wird weiblich, weil sonst kann ich nur... ja, nicht so besondere Antagonisten aus Breath of Fire nehmen. Aber da habe ich ja eine Wahl, weil ich kann ja sagen, jetzt aus Teil 3, 4. So, ablegen. Du bist robust. Haben wir noch gar nicht angeguckt, ne? Das ist normal, so. Sortieren noch. So, und ablegen. Sorry. Nein! So. Rio, du kommst bald mit. Du kommst bald in unser Team. So Leute, dann sag ich mal, mach ich die Prozedur wie beim letzten Mal. Ich gehe hier durch die Stadt, sammle alles ein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und das heißt Pokémon Schwarz 2 Solo Soling. Bis dann. Ciao!